Ja, Leute, was soll ich sagen? Das ist die letzte Folge 7 Days to Die. Und ich werde nicht mehr weiterspielen. Schröber versteht es. Dick Pines sagt, es ist okay. Weil so viel Unglück, ja. War nur ein Scherz. Ich stehe hier, ich sage erstmal herzlich willkommen zu ne neuen Folge Two Lone Wolves. Natürlich nicht die letzte, alles Quatsch. Hallo, Mario Schröber. Hi, Jack Fleischhammer, na? Schön, dass du jetzt hast. Ich stehe in unserem Ausguck und ich habe mir eine Bank hingesetzt, damit ich schön vor die Wand starren kann. Und über einfach mal drüber nachdenken Übers kannst, Leben sinnieren. was du vorhin wieder gemacht hast. Ja, was ich gemacht habe. Gut, Ja, reden wir nicht was weiter. das Spiel gemacht hat. Ja, Reden wir aber das. nicht weiter. Wir reden einfach nicht weiter. Hol jetzt das Kaliber. Ich bin unterwegs. Ach, 4 Uhr, mache. ich bin ausbereitet, Denkst. Was kann ich denn noch machen? Ich kann einfach, glaube ich, noch haufenweise Spike setzen, wa? Zwischendurch ein bisschen Haufenweise Holz Spike setzen. sammelt. Ah Mann, hier wieder 0,5 Wellen ist einfach weg. Einfach weg. Weißt du, wie weit das weg ist? Weggecartaged. Ja. Weit weg. Ich bin, glaube ich, eine Weile weg, Schrömi. Aber Okay. gut. Ja, ich wollte ja sagen, kannst ja mein Moped nehmen, das bringt ja herzlich wenig. Ja, herzlich, ja, stimmt. Komme ich ohne Moped wieder. Quick Waypoint. Macht nicht viel Da. Sinn. Nee. So, ich werde hier zu Hause noch ein bisschen Umbaumaßnahmen treffen, ein bisschen was für die Orgel, ein bisschen was für die Funktion. Erstmal kommt diese Hedge weg, die nervt mich hier oben. Und dann setze ich die nochmal anders. Die muss zur Seite weg, ja? Zur Ja, rechten genau. Seite, wenn wir davor stehen, zur rechten Seite wahrscheinlich. Korrekt. Absolut. Mir schon wieder warm. Warum ist mir warm? Weil ich den Coach schon wieder anhabe. Okay. So, Hatsch. Ja. Sonst so. Ja, ich bin ein bisschen angefressen, wenn ich mal kurz meine Stimmung erklären darf. Hält sich aber in Grenzen. Das ist halt dieser Wille, hier mal eine Aufnahmesession einfach nicht zu sterben und ein bisschen Wellness dazu zu bekommen. Hey, die stört mich das nicht wirklich, dass ich sterbe oder nicht. Sieht man an meinem Ton, darf ich mal? 43. Schon hart, ja. An Tag 42, also jeden Tag einmal, kann man sagen. Wenn man das mal so. Oh Mann, das nervt mich doch. Wenn man das so mal kurz zusammenfassen möchte. Wenn wir jetzt mal resümieren hier. Nee. Nee, aber ist natürlich auch irgendwo doof. Dann kriegst du natürlich so Kommentare, ne? Der ärgert mich natürlich auch. Die seid hart zu mir. Aloe Vera brauchen wir noch, ne? Ach nee, brauchen wir eigentlich nicht wirklich, weil wir viele von diesen Bandagen haben. Ja, gut. Kennst meinen Aber. Grundsatz? Ganz kennst meinen Grundsatz, Ja, haben ist gut, besser als haben ist besser brauchen. als brauchen. Nehmen wir noch ein bisschen mit. Kennen wir ja. Gut. Ach, da brauchen wir auch keine Gläser mehr für, den kann ich ja zwischendurch machen. Das ist eine gute Sache. Genau. Ich werde hier draußen einfach noch sinnlos noch ein paar Spikes setzen. Genau. Ja, kann ja nicht schaden. Mann, Achim. Mann, Achim? Naja. Wie das halt manchmal. Ich weiß schon, was du meinst. Hart. Ja, fand ich echt unnötig. Also, wenn du wirklich wenn du durch ein Risiko stirbst, ne, dann kannst du ja sagen, okay, du hast es versucht, ne? Ja, da kannst du So. sagen, genau, das kannst du dann sagen. Oder So, aber meine hier ist eigene Schuld. jetzt, genau, aber Das hier ist ist denn jetzt wirklich der Computer spackt rum oder kriegt Internet wohl eher. Ich glaube, das die liegt. Sache nicht gerechnet. Ach so, gut, Ich glaube, das Internet, liegt am ja, okay. Internet. Und zwar hatte ich ja auch Kabel Deutschland früher. Ja. Und Kabel Deutschland hat halt einfach mal manchmal so Aussetzer. Da hatte ich ja auch. Ich habe ja eine 100.000er Leitung gehabt. Und manchmal hatte ich drei. Drei, die ankamen. Von 100.000. Gut. Das ist halt Okay. bitter. Das ist mehr als bitter. Wie dir recht. Deswegen glaube ich auch, bei dir ist es auch manchmal so. Du hast halt. Jetzt habe ich einen 83er Ping, völlig in Ordnung. Ja. Und stellenweise sind es halt irgendwie 2000. Na, das nehmen wir mal nicht mit. Natürlich ein blöd, ja. Oder 17. So, jetzt bin ich bei der einen Fabrik hier. Aber wenn du den Server gemacht hast und ich dann bei dir gespielt habe, war eigentlich immer alles okay.
Ja, wahrscheinlich eher glücklich, denke ich Ah, mal. okay, gut. War denn der Zufall, der wollte es so. Ja. Beziehungsweise seitdem ich ja, bin ja bei Telekom und die sind relativ Prozessstabil. stabil. Ja, stabil sind die ja. Ja, okay. Ja, gut. It is wie Ne, it so eine. is. Es ist Wir wie wollen jetzt das. hier niemanden in die Schuld in die Schuhe schieben, aber meine ist es nicht. Eins steht fest, Fleischhammer trifft keine Schuld. Wie hast du eigentlich den Moped rausgekriegt aus dem Rückwärts rausgefahren. Rückwärts? Ja. Okay. Also, eine Seite konnte man hochlaufen. Ah, okay, verstehe. Sehr Und gut. dann dachte ich mir, wenn man da hochlaufen kann, dann kann man da auch mit dem Moped rückwärts auspacken. Das ziemlich clever. Ja, war denn trotzdem immer noch knapp, aber hat denn funktioniert. Kann ich denn hier nicht sitzen? Maximale Spikes-Anzahl Erreicht? erledigt. Vielleicht setzt doch was, nur siehst du nur wieder nicht. Das wäre natürlich blöd. Warte mal. Ja, gut, okay. Ist jetzt so? So, Moped, wo bist du? Da hinten stehst du, ist das schön. Du hast bei mir jetzt gerade einen 68 Ping. Also von der Warte ist eigentlich alles gut. Aber ich kann gerade keine Spikes setzen. Ich glaube aber nicht, dass das maximale Limit das jetzt. Tja. Wechsel nochmal. Nimm was anderes in der Hand. Probier nochmal was Ich anderes zu kau wechseln. ein Spike. Gut, aber ich kann keinen neuen setzen. Oder? Die rechte Maustaste ist kaputt. Probier mal was anderes zu setzen. Ja, ich hätte hier noch eine Hedge, die ich nochmal setzen könnte. Gucken wir mal. Ein Moped steht noch da, alle tut. Oh, voll in die Spitzen gehüpft. Kaliber geil. Kaliber geil. Oha. Ihr seid mir aber ein paar Nasen hier. Hatsch. So. Drehen. Kann auch nach innen umfehlen. Ist ja nicht wurscht. Nee, kann ich auch nicht setzen. Ist die Maustaste kaputt? Dann dürfte ich ja auch nicht zoomen können mit einem Gerät und das geht. Also Noch kannst gar schießen? nichts setzen gerade, oder was? Nein, gar nicht. Gar nichts setzen ist auch nicht cool. Nee, gebe ich dir recht. Der extrem kacke. Was hast du hier? Das ist schon wieder kaputt gemacht, Ich gehe, ja, jetzt, na klar. Ach, Macht der ihr so Auspuff ist ja einfach. super. Ja, natürlich. Jeder muss es sich einfach machen. Alter Ausleuchter, die ist auch so. Bei mir Eigentlich ist ein eine Techniker. Leuchte verloren hier, gell? Das ist eine richtige Leuchte. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt echt extrem blöd, wenn ich hier nur unterstützen kann. Das ist ja quasi auch sinnlos, weil ich jetzt hier alles mache. So, machen wir mal kurz was anderes. Ach Quatsch, haben wir ja noch welche hergestellt. Lock Spikes. Ach so, Was das denn? Thema mit dem Buchladen hatten wir, glaube ich, extern geklärt, ne? Hatten wir extern geklärt. Da waren wir schon Da waren mal wir in dem schon, ja. Buchladen. Aber trotzdem könnte sein, dass da noch ein bisschen Papier drin ist, was wir beim letzten Mal einfach nicht leer gemacht haben. Das könnte man sich dann durchaus nochmal angucken. Ach so, ja, das ist schon gleich. Kann echt keine Spikes mehr setzen, ne? So, das musst du denn wohl machen. Egal. Ich war schon wieder so, wisst ihr, ich war schon wieder kurz vor Risiko. Ja? Kommst jetzt aber erstmal nach Hause, dass wir uns ein Ja, genau, bisschen deswegen. Munition herstellen können. Ich Gut. sitze auf dem Moped und fahre. Ne? Nur schon Gut. mal, um hier gewisse Sachen zu beruhigen. Jetzt konnte ich wieder ihn setzen. Aha. Jetzt geht's wieder. Kann ich nicht erklären.
Sag sagen. Also ich bin alleine im Zimmer. Meine Frau ist im Bett. Meine Tochter schläft. Also, du würdest immer sagen, wir sollten ihr nicht glauben. Ich habe heute noch keine Pillen genommen. Und, Dick Pines ist auch nicht in der Nähe. Er schläft wahrscheinlich noch. Ist ein Rausch aus. Ja, da brauche ich ja eine Weile, glaube ich. Wenn der nicht mal einen Monat schläft hier. Einen Monat schläft, das wäre auch nicht so gut. Dann bin ich verhungert. Warum ich jetzt wieder was setzen kann, kann mir auch keiner erklären. Gut. Wir schieben es mal aufs Spiel. Nee, wir schieben es auf meinen Rechner. So. Ich mich jetzt irgendwie schon eingestellt. Also, ja, eben. Ich finde, der kann sich nicht wehren. Einer muss der Schuldige sein. Also, echt mal. Wenn Dick Pines nicht ist, der ist dein Rechner. So. So ein Mist, was ich da gekauft habe. Echt, der kauft euch niemals. Siehste? Und zack, geht's nicht mehr. Doch, geht wieder. Vielleicht lag es daran, dass ich so weit weg war. Oh, das ist ja das Licht des Todes, Junge. Aber wo du jetzt hier gegen hast. Eigentlich nicht. Also. Ja, eigentlich nicht. Mich wundern. So, Absicherung. Kannst du gleich anschmeißen, die Geschichte. Jaja, Mike, sofort an. Aber 762 kannst du ja eh nicht machen, ne? Nope. Ist aber auch nicht weiter wichtig erstmal. Na gut, dann machen wir erstmal. Pistole-Munition, würde ich sagen. Pistole, ja. Pistole für jeden mal so entspannt. Beziehungsweise. 300 bis 400 Schuss. So, wo haben wir jetzt hier Brass drin? Hier sitzt Brass drin. Im linken. Hier nur wenig, ja, im linken, genau. Dann machen wir hier den Kaliber. Setz einfach alles im linken an. Im rechten kannst du mal Holz nachlegen, bitte. Es lügt schon alle hier. Nee, ja, doch, ist alle. Ist hier daneben liegt ein Holz? Nee. Ich habe hier ein paar Bänke gesetzt, damit wir hier laufen bisschen können. Bisschen für die Lebensqualität, hm? Ja, genau. Verstanden, hm? Ein bisschen den Klängen der... Der Natur? Ureinwohner oder so. Schwoschwi. Schwoschwi? Also schwierig, will ich damit sagen. Schwie. Oh. Ja. Einfach mal Holz drin hier, 62 Minuten, turn on, ne? Eine Garage. Achso, du warst noch im Keller, hat man ja auch noch nicht gesagt, glaube ich. Ja, ich hab den Bohrer ausprobiert, guck mal, du. In der Kiste drin. Genau. Alter, der Bohrer ist ja der Hammer. Der geht ja wirklich durch Stein wie durch Butter, das ist unglaublich. Innerhalb von kürzester Zeit 7000 Steine zusammengesammelt. Da muss aber so ein alter Bergarbeiter aber lange beschuften. Schlimmer, ich kann keine Bullet Casings machen. Kannst du das? Hast du das Ammunition Nation Book noch nicht gelernt? Kannst du haben. Das mag sein, sag ich jetzt einfach mal. Muss ja. Geht ja nicht anders. Muss. Ah, gut. Kommst du grad? Bin auf dem Weg. Renn direkt durch. Machen wir Antibiotika. So, ich schmeiß hier mal ein paar Spikes drin zum Feuern. Turn on. Bullet Casings. Kannst du. Brauchen wir Clay für. 500. Unten ist der Schreithussi. Oh, und weg ist er. Haben wir Tipps? Haben wir schon Tipps? Ach, Potassium und Dings. Haben wir Bullet Tipps? Nee, glaub nicht. Ja, okay. Nee, haben wir nicht. Sollen wir erstmal umgraben draußen nochmal, oder wie? Was willst du denn umgraben? Ja, wegen Clay, oder? Achso, ja, genau. Clay kannst du gleich nochmal holen, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, mach ich. Ich setze denn die Munition an. Wo ist denn jetzt die Potassium? Potassium. Potassium, bitte. So, dann kann ich jetzt doch nochmal die Hedge setzen. Hoffentlich. Antibiotika läuft. Kann ich schon wieder nicht setzen. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Jetzt geht's. So clever war. Zack. Naja.
Tag. Für uns reicht's. So. Ja. So ist er. Der Tröwilein. Kann endlich was essen wieder. Die Ranch-Schematik fehlt uns auch noch. Die Ranch? Ja, stimmt, ja. Oh Mann, Keule, ey, wie lange brauchst du denn, um Clay zu holen? Da besuchst du dir eine Schippe, gehst du raus, schippst ein bisschen, fertig. Lass erstmal mein Inventar loswerden. Entspanne dich mal, Keule. Alleine. Am Arsch. Ey. Ja, 300 Millionen Stunden. Wie nennt der da rum, um dir ein bisschen Clay zu holen? Das ist auch so schwer. Find nicht in Ordnung. Die Produktion läuft nicht, weißt du? Und du hast dann Spaß, so als da rumzusuchen. Ich muss meine Kiste leer machen, krieg immer Flame-Kommentare. Ich helfe dir, warte. So, ich hab jetzt. Gute Idee. Ja, deswegen ist meine gute Idee von dir. Gut gemacht. Aua! Was denn? Du hast mir einen leichten Klaps im Hinterkopf gegeben. Du hast den. Support. War ich nicht. Reicht schon. Reicht schon. Oh, nee. Mach nochmal, warte, machen wir immer voll. Brauchen wir nie wieder ein Play. Das ist ja wie mit der Kette. Das ist ja, aber endlich mal ist das verfeinert. Ja. Ich weiß, das verfeinert. Ah, das verfeinert. Achso, LED ist alle. Das ist blöd. So, warte mal. Wir haben jetzt 1100. 2100. Reicht jetzt? Ach, man leert das Ding, komm mal. Da ist auch noch ein bisschen was drin. Zement angesetzt. Mein Skill in Mining ist jetzt 52. Das läuft doch gut. Bam, 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 bam. Hüpf. Oh, nein. Oh. Was ist denn jetzt schon? Nö, nicht. Ich bin. Ist nicht. Nicht. Bin eine Leiche stirbt. Er hat mich ein bisschen versprungen. Jetzt hat er doch in die falsche Richtung gesetzt. Naja. Jetzt ist hier ganz schön hell, ne? Jetzt ist es ganz schön hell, ja. Das ist wohl wahr. Lass mal jetzt so, oder? 9 mm. 211 Stück kann ich aktuell herstellen. Engpass ist LED. Ja, soll ich nochmal nochmal runter? Gerne nochmal tun, ja. Hast du einen Mining-Helm für mich? Beziehungsweise haben wir hier irgendwo Torches? Weil ich wurde. Ja, darauf hingewiesen. Nee, sonst musst du vielleicht kurz welche herstellen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem für einen Jackfleischhammer, oder? Oder? Ja, schon okay, ich verstehe dich. Fuck you. Ich gucke. Komm schon, geh weg. Wo ist er? Airdrop Schröbi ist wieder da. Du holst? Ja, ich hole. Du bist im Keller. Nein. Südost. Da ist er. Ja, ich hab ihn. Ist genau auf meiner Linie hier. Soll ich ihn abschießen? Oh, das wäre ja kacke. Nein, brauchst du nicht. Kopf, ich schaff das. Halt mir nicht so sicher. Und jetzt hin? Drüber. Ich sehe den durch den Nebel gerade nicht. Südost, hart Südost. War die Ansage. Ist das der? Hast du mehrere? Aha. Mann, ey, weg doch mal selber, ey, fahren ist doch scheiße, so. Scheiße. So, Dilly. Ach, hier waren noch welche drin, nee, das ist Quatsch, denn. Mann, ich bin hier wieder nur am Kisten gucken. Oh, ich brenne. Na, das kennen wir ja. Na, das ist ja super. Ach, da ist er ja. Da ist er ja. Das ist ja auch gut. So, dann. Ein bisschen Kohle. Ja. Zombies verschwinden immer noch. Was ist drin? AK-Parts. Flaming Arrow Schematics. AK-Parts. 2 Antibiotika, 4 First Aid Kits, 1 Painkiller. Echt jetzt? AK-Parts? Warte mal, ist das. Fehlt uns das? Ist das, was fehlt? Und 2 AK-Parts. Ey, das ist das, was fehlt. Geil. Krass, die Munition dafür können wir nicht herstellen, ne? Gut, ich will es wenigstens mal sehen. So, auf dem Bild sieht es ja toll aus, muss man ja sagen, aber. Ist ja unfassbar. Unfucking passbar. Eine Straße. Oh, das ist ja billig. Okay. Das ist ja billig. Torch.
So, jetzt ausgepackt und abgespackt. Ach ne. Wo ist denn jetzt hier der Bohrer? In meiner Tasche, ja. Und dann brauchen wir nochmal Benzin. So. Aus dem Weg. Ich bin wieder auf dem Weg nach Hause. Das ist gut zu wissen. Interessiert mich nicht die Bohne. Nein, doch. Das ist immer so gemein. Ist wichtig, danke. Das ist wichtig, informationstechnisch. Irgendwann würde ich die Horde holen. Und wenn es die nicht Gerale. Ist, dann hol ich dich. Der dich holt. Irgendjemand holt dich. Der dich in die Schranken beißt. Oh, hier ist aber jetzt echt hell. Also. Ja, jetzt nicht meckern. Ist ein bisschen hell, da hast du recht. So, Leute. Bald, so, Leute. Naja. Oh, jetzt sind wir mit dem Bohrer drin. Was denn? Also für ein Bohrer. Das ist schon gut. Aber ich mach mal zwischendurch das Ding ein bisschen, das Spiel Audio. Ein bisschen leiter. Ein bisschen leiter. Dann können die Leute auch noch hören, was du sagst. Ah, ja, ist ja stellenweise so doch schon nicht so unerheblich. Weißt du, was jetzt gerade fast passiert wäre? Nein. Ich hätte gerade fast die AK-47 geschreddert. Wenn ich noch Dinger herstellen würde. Assemble. Ach, du hast es. Sehr gut. Ja. Ich sehe, das ist ein typischer Schröber. Man muss doch mal Glück haben. Mann, Achim. Oh, nett. Sieht so gut aus. Also schlecht aussehen tut sie jetzt wirklich nicht. Biest sich bestimmt wie ein Esel, aber. Ah, das kannst du haben. Was haben wir denn hier? Oh. Haben wir mal 8 Schuss mal rein. Und Nachladeanimation ist jetzt nicht schlecht. Ja, sieht gut aus. Oh doch. Kann man machen. So, apropos. Wo sind die Bullet-Tipps? So. Da sind nochmal welche. Ich kann schon wieder rauslaufen. Ich mach mal hier, funktioniere mal hier so die Kisten hier so ein bisschen um in. Wir haben doch hier irgendwas, ne? Hier. In Materialkisten okay. Vom. Ja, macht das. Vom Dings. 36 Liter schon mal. Das ist schon mal gut. Okay, ich pack mal jetzt aktuell die Hälfte, die ich jetzt habe, an 9 mm, sind 158 mal in die Kiste. Ja. Den. Ich könnte noch Magnum-Munition herstellen. Nee. Macht das Sinn? Nee. Oder brauchen wir keine Bullet-Tipps für? Na doch, natürlich. Nee. Ich hab jetzt Embedded-Tipps. Ja, die machen natürlich auch ordentlich Bums, ne? Ja. Ich bin nicht der Freund von der Magnum, muss ich ganz ehrlich sagen. War ich nie gewesen, egal für ein Spiel. Also von so einem Revolver, ne? Ja. Gut. Hab ich verstanden. Wie gut. Soll uns da verstehen. Gut. 55 Schuss für den Schrüb. Geil. Hörst du das? Ich höre das, ja. Bisschen. Ich gehe mich, Jens, in den Berg. Kannst du vielleicht kurz das LED hochbringen, wenn du welche fertig hast. Aber mal, guck mal gerade, jetzt zeigt 45, das sind keine 100. Bisher. Wir haben, ja, ist egal, wir haben gar kein LED mehr. Also, LED ist quasi alle. Okay, warte mal, hier ist noch ein bisschen was. So, setzen wir hier nochmal 9 mm nochmal an, 127. Ding hier, Level. Oh, ich hab 222 Punkte zu vergeben. Du Scheiße. Wir machen mal Armor Shifting hier. Armor Shifting einfach mal Level 30, geht nicht, schade. Ganz mit Schaden. Repair Penalties. Oh, das muss hier noch weg. Und
Das machen wir auch nochmal. Heavy Armor. Da müsste ich ja eigentlich schon Level 30 sein. So viel wie ich einstecken muss immer. Willst du jetzt gerade rum? Ob ich was mache? Ob du gerade rumheulst. Wieso denn rumheulen? Weiß ich nicht. Wo man meinen Leid klagen. Ja. Findet ihr gemein, dass du das rumheulen nennst? Das so. Was? Mi. Ja, okay. Was? Steht. Wie du mit dem Bohrer dastehst, sieht aber schon sehr männlich aus. Ja, ja, miss, ja. Ja, ja. Mehr Power. Mann, sind wir blöd, ey. Na. Unglaublich. Na. In welchen soll ich denn Rinnenkartätschen hier? In den linken auch wieder, ne? Schröder. Ist mir eigentlich wurscht, da wo, eigentlich da, wo das Kaliber ist, eigentlich. Oder brauchen wir dafür nicht? Ja, nee, doch, echt, ja. Das wäre ein guter Anfang. Naja, gut. Ja, 116. French. Ist jetzt echt nicht so die Macht. Außerdem ist hier auch gleich. Tut mir leid. Ich hab Kohle drin gehauen. Magst ja, mich, ne? Du magst mich. Die Olle schreit, glaube ich, da draußen. Nicht mehr? Hat so weit geholt? Ich würde auch gerne mal wieder irgendjemand so töten. Sieht nicht so aus. Hä, wo sind wir denn? Achso, Heik. Nicht? Nee. Hat kurz nochmal die Spikes, also die Looten-Spikes nochmal kurz hier eine Runde am aufwerten. Ja. Können uns auch einen Schabernack hier noch vom Hals halten. Können sie ruhig mal machen. Wir hatten ja bis jetzt nur einmal die Situation, dass sie uns so ein bisschen überrannt haben. Da waren sie hier drin, aber warum wissen wir immer noch nicht. Am Tag 1, oder was? Am Tag 1 haben sie uns ganz übel. Nee. Du bist echt ein Assi, ja. Ja, auch als wir beim letzten Mal von unserem Ausflug zurückkamen, hatten wir in der Bude Zombies gehabt. Eben, ja, deswegen, ja. Das haben wir euch noch gar nicht erzählt. Ach nicht? War das nicht... Nee. So. Waren noch nicht erzählt. Hat okay. Uns auch gewundert. Vielleicht hat da irgendjemand einen qualifizierten einen Beitrag zu. Ist die Kirche nicht ausleuchtet noch vielleicht? Ja gut, aber ich dachte, über das Thema mit der Ausleuchtung sind wir hinweg. Schön Grasboden war das Thema, ne? Grasboden war irgendwie Thema mal gewesen, ja. Hm. Aber ich sag mal, in der Höhle kann es ja doch nochmal hier und da zu irgendwelchen Grasböden kommen, aber dann würden die ja wirklich in der Höhle spawnen, das wäre natürlich extrem kacke. Ach, weißt du, wo die spawnen können? Na? Hier. Übergang zwischen, na warte mal, Treppe. Ja, stimmt, ja, korrekt. Jetzt. Da ist Gras. Wo du hier sagst, fick weiß ich, was du meinst. Dich hart. Nein. Blöde. Was? Redest du denn mit mir? Stimmt denn mit dir nicht? Entschuldigung, ich hab gerade kurz einen Aussetzer. Nur da. Das hier Tourette-Syndrom ist. Hat das eine Pillen nicht genommen? Ja. Doch, der hat hier Pillen läuft bei mir. Na klar. So, 162 LED. So, hast du LED angeschmissen? LED ist angeschmissen. Ich bin schon wieder reingefallen. Das Problem schön. War ganz souverän geklärt. Hast du gerade schön gesagt? No. Rocket Casing, was ist los? Warum bist denn du bist so anti? Überhaupt nicht. Du bist anti-Wellness. Ich verstehe du bist nicht. Anti-meine Wellness. Ich bin nicht anti-deine Wellness. Was hast du denn? Ich bin pro Fleischhammer Wellness. Ja? Und das schließt das andere mit ein. Okay. Nein, das ist natürlich nur Quatsch. Möchte ich mir verbitten, so eine Aussage. So, plus zwei Wellness sind wir bei 68. Ja, kann ich ja wieder sterben. Wieder sterben hier in der Runde. Nee, ich will natürlich nicht. Selbstverständlich will ich nicht. Natürlich nicht. Hä? Ich habe ja schon immer noch was in der Tasche hier. Wollte ich hier nochmal loswerden. Hat das einen Grund, warum das in dieser Kiste nicht horizontal verläuft? Nee, in der Supply-Kiste? Ja, das einfach nee, hat sich der, so ergeben der, wahrscheinlich, ne? Der Heilungskiste jetzt, oder was? Ja, nee. Auch, ne? Die Waffen-Supply-Kiste. Genau. Ja, das ist,
historisch gewachsene Strukturen. Das ist schwer aufzusprengen. Verkrustete Strukturen. Ah, mein Bildschirm wackelt schon wieder. Oh, Mann. So blöd, ey. Eigentlich wollte ich absagen, aber jetzt hat ich keinen Bock. Ich könnte gleich verkrustete Strukturen in die Folge schreiben. Ach, bitte, bitte schreib das. 20 Piefe, ey. Oh, leck mir die Füße. So, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, Dagmar, dass wir dich jetzt nochmal den Rest gezogen haben. Ich hier einfach, sag mal, zu kartätschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, große Strukturen aufsprengen. So, Schiss. Tschüssi.